Okay, Leute, ich habe einen sehr, sehr geilen Trick für den Evoker. Und zwar ist es ja so, wir haben hier den Feueratem und die Ewigkeitswoge. Ja, es ist ja im Normalfall ist es so, dass man die Taste gedrückt halten muss, bis sie sich auflädt und dann kann man die Taste erst loslassen. Wir können das Ganze sehr, sehr geil umgehen. Ja, ich mache es jetzt, ich zeige es euch jetzt einfach mal so. Ich drücke jetzt die Taste nur einmal hier, Shift plus Q, zack. Und ihr seht, er lädt nicht ganz auf, sondern wird direkt beim ersten Mal losschießen. Ja? Und jetzt zeige ich euch das Ganze, wie ihr das machen könnt, dass ihr diese Taste nur einmal drücken braucht. Und wenn ihr diese dann abfeuern wollt, dann bewegt ihr euch entweder oder ihr drückt die Taste nochmal. Passt auf. Auf der 2 habe ich die Ewigkeitswoge. Zack. Hände sind oben. Ja? Ihr seht, das Ding lädt auf. Und ich könnte jetzt theoretisch kurz vor dem Ende noch ein zweites Mal drücken. Und dann würde die Fähigkeit losgehen, sodass wir die perfekt aufgeladen haben. Ich zeige euch das Ganze jetzt noch einmal hier mit dem Feueratem. Zack. So. Laden die jetzt auf. Und jetzt drücke ich ein zweites Mal. Ja? Perfekt. Das ist halt auf jeden Fall um einiges einfacher, als die Taste permanent gedrückt zu halten. So drückt ihr die Taste einfach zweimal. So ein kleiner Hack für nebenbei. Wir machen das Ganze mit einem Makro. Ja, wir nehmen hier dieses Makro. Cast-Sequenz Reset gleich 1 und eine Ewigkeitswoge. Und dasselbe machen wir natürlich auch mit dem Feueratem. Ich werde euch diese Makros hier in die Videobeschreibung reinpacken. Dann könnt ihr das Ganze dort einfach entnehmen, kopieren und bei euch einfügen. Ja, ich finde es auf jeden Fall wesentlich angenehmer. Ich habe das gerade gemerkt, weil ich ja halt diese Makro-Rotationen mache. Und ich habe mich gewundert, warum ich im Makro die Taste nicht gedrückt halten muss. Und dadurch habe ich es gemerkt. Also sehr, sehr geil.